Schönen guten Tag. Das machen wir gleich nochmal. Jo, grüßt euch, hier ist Daniel. Ich weiß gar nicht genau, was ich eigentlich sagen möchte. Ich habe mich nämlich nicht darauf vorbereitet. Hey alle zusammen, hier ist Daniel, der Sänger von Falling Breakdown. Wir sind dabei, unser Album aufzunehmen. Unser drittes Studioalbum. Wir nehmen das Album komplett bei mir zu Hause auf. Erstmal für mich. Wesentlich mehr Arbeit. Die Arbeit, die ich mir aber auch bewusst auflege oder auferlege, weil ich als Sänger dann doch ein bisschen unterfordert bin in dieser ganzen Bandgeschichte. Das Mastern wird allerdings dann noch jemand anders übernehmen. Da will ich mich nicht reinwagen. Außerdem ist es nicht schlecht, wenn noch jemand anders, der das Album vorher noch gar nicht gehört hat, dann nochmal ein Ohr drauf wirft, sage ich mal. Wie das jetzt hier ausgesehen hat. Eigentlich relativ unspektakulär, aber wir dachten uns, hey, wir haben beim letzten Mal gar nichts gemacht, dann lasst uns doch jetzt wenigstens ein bisschen die Kamera anschmeißen, damit die Leute ein bisschen was zum Gucken haben und sehen können, wie das Ganze vonstatten gegangen ist. Und das wäre es erstmal von meiner Seite. Da ist einmal der fähige Computer, den man auf jeden Fall braucht, wenn man Musik machen möchte, zu Hause. Ein kleiner Fernseher und eine kleine Zockerecke, die auf jeden Fall sein muss. Da haben wir alle Konsolen, die man so braucht. Ein Mikrofon sollte nicht fehlen. Das wird dann auf jeden Fall in nächster Zeit häufiger benutzt. So ein paar kleine Relikte, die man noch so aus seinem Kinderzimmer mitgenommen hat. Meine E-Gitarre, mit der wir auch das ganze Album aufnehmen. Natürlich spielt der Verstärker am Ende noch eine Rolle. Eins der Herzstücke hier auf jeden Fall mein Camper-Amp. Wie man hier sieht, wir haben halt hier auch dann den typischen Falling Breakdown Jens Main Guitar Gitarren Sound. Genauso wie Jens Main Phase, Jens Overdrive Reverb, Jens Overdrive, Jens Phase, Peter Clean, Peter Main, Peter Over, FBD Sad Song. Dann noch die richtige Plattform Logic X, so nennt sich das Programm hier über Apple, dass wir das Schlagzeug nicht live einspielen in einem Studio, sondern halt einfach editieren, also quasi hier eintippen. Da wisst ihr erstmal Bescheid, das ist auf jeden Fall so ein kleiner Mini-Rundgang gewesen von dem Räumchen, wo das neue Falling Breakdown-Album entsteht. In den folgenden Videos dürft ihr uns dabei ein bisschen begleiten. Viel Spaß dabei!